So, SV Niederwerth 3 gegen den FC Olympian Koblenz in der Kreisliga D Staffel 1 Koblenz 21-22. Das ist das, naja, das zweite Spiel einer kleinen englischen Woche für mich. Am Mittwoch ja bereits das Video zur zweiten Mannschaft, heute dieses Video und am nächsten Mittwoch das Spiel zur ersten Mannschaft am Mittwochabend um 19:30 Uhr gegen Metternich 2. Das Hinspiel hat die dritte Mannschaft in Koblenz ja mit 2:6 verloren. Da dabei sogar, glaube ich, naja, ich glaube, drei Gegentore in 4 bis 5 Minuten. Matthias Haben dann, glaube ich, sogar mit einem Doppelpack, aber der hat dann natürlich auch nichts mehr eingebracht. Der Gegner dann doch 4 Tore besser. Also Niederwerth 3, dann heute, naja, so ein bisschen im Wiedergutmachungsmodus bestimmt. Letzte Woche, war das letzte Woche? Ja, letzte Woche, das kommt mir schon wieder so lange vor. Niederwerth 3 mit einem Auswärtssieg in Simmern gegen Augsaitelborn 2 beim spektakulären 4:3. Daran will man, denke ich mal, heute bestmöglichst anknüpfen, damit man hier direkt das 0:5 gegen Fallender 2 direkt doppelt vergessen machen kann. Heute zum Beispiel wieder Sascha Nobel im Team, Samuel Dubale, Sven Steinebach, die sind zum Beispiel dabei. So, dann kann es losgehen. Also ich glaube, das waren wirklich laut Fußball.de oder auf Fußball.de von der Minutenanzeige, glaube ich, 3, 4, 5 Minuten, wo wir schon Mitte der 20er Minuten schon mit 0:3 dann zurückgelegen haben. Was uns da natürlich schon scheinbar natürlich ein bisschen das Genick gebrochen hat und uns schon komplett die spielerischen Mittel genommen hat. Hallo. Also ich bin gerade wegen meiner Prüfungszeit auch selbst ein bisschen erstaunt, dass ich hier so sehr mit den Videos in Anführungszeichen am Rausballern bin. Da bin ich selbst überrascht. Dass jetzt gerade dieses Jahr hier so viel kommt, das hätte selbst ich nicht erwartet. Wie schon im Nauort Ransbach Video erwähnt, war ich mir schon wirklich sehr ungewiss, wie das, sag ich mal, bis jetzt, bis zu dieser Woche, wo die Zwischenprüfung stattgefunden hat bei mir, war ich mir wirklich sehr ungewiss, wie viele Videos ich hochlade. Also ich glaube, die Zwischenprüfung, die verlief relativ gut. Ich fand es relativ einfach. Das Ergebnis kriege ich dann noch schriftlich mitgeteilt. So, und heute kann man übrigens, solange es hier jetzt natürlich noch hell ist, den üblichen Anblick der letzten Jahre mal erblicken. Dass man mal hier schön auf den Häuserblock blicken kann. So, mittlerweile fehlen mir jetzt nur noch 10 Tore, um Robert Lewandowskis Bundesliga-Rekord zu brechen. Also ich brauche nur noch 10 Tore auf Band und dann kann Robert Lewandowski einpacken. Für die Torjägerkanone von Fußball.de wird es dafür nicht mehr reichen, weil Alexander Stoilov von Mazedonias Stuttgart dafür schon viel zu gut ist. Und noch irgendein anderer, der nur ein Tor hinter ihm ist, aber dessen Namen habe ich gerade vergessen. Sascha Ziese oder so. Ich glaube, die beste Frauentorschützin hat irgendwie 51.
Die zweite Mannschaft, der jetzt zuletzt mit einer, naja, fast schon sang- und klanglosen 2-1-Niederlage gegen Urbar hier zu Hause. Erst in der Nachspielzeit kam ja mit einer der seltenen Ecken ja diese schmeichelhafte 1-2 mit einer direkt verwandelten Ecke von Fabian Teschke. Eigentlich war es ja schon zur Halbzeit schon fast entschieden. Das Einzige, was einem so ein bisschen Hoffnung auf mehr gemacht hat, waren unsere vielen Chancen und Spielanteile, die wir hatten. Wir haben jetzt sogar innerhalb meines Videos die Latte getroffen. Wo ich ja meinte, das wäre ja auch schon eine Seltenheit, dass wir mal ein Highlight auf Band haben. Und da hat einer, von uns klar, da vorne keine Rückennummer. Das sehe ich ja jetzt erst. Warum hat denn der keine Rückennummer? Was ist denn da los? Schiedsrichter, was ist da los? Geht das eigentlich? Ich meine, ja, das ist ein Kreisligaspieler, geht das? Und so wie ich hier mit den Videos rausballere, müssen auch nochmal die Gegner hier auch nochmal ein bisschen rausballern. Vielleicht knacken wir ja Robert Lewandowskis Bundesliga-Rekord. Nicht nur ich, sondern hier die Region Koblenz für meine Videos. Wir können den Rekord von Lewandowski knacken. War die erste Chance in Niederwert. Vielleicht kriegen wir ja heute mal einen Torschützen für Niederwert mal wieder drauf. Es wird mal langsam wirklich wieder Zeit. Jetzt hatte ich ja mittlerweile schon 2 Eigentore hintereinander sogar drauf. Thorsten Groß und Manuel Stein in den letzten 2 Spielen, also beziehungsweise Videos. Versuche jetzt halt auch mal wirklich ein bisschen mehr auch zur zweiten und zur dritten Mannschaft auch mal zu gehen. So jetzt kriegt der Heymann Trikot mit seiner Nummer. Weil in den letzten 2 Saisons ja vergleichsweise eher weniger Videos zur zweiten und dritten Mannschaft kamen. Unter anderem habe ich auch das Spiel der zweiten Mannschaft gegen Simmern hier zu Hause eingeplant als Video. Weil die erste und dritte Mannschaft, glaube ich, jeweils ein Auswärtsspiel haben. Die erste Mannschaft bei der SG Moseltal. Wo die dritte Mannschaft spielt, weiß ich nicht. Aber deswegen habe ich ja, glaube ich, auf jeden Fall das Spiel der zweiten Mannschaft gegen Simmern eingeplant. Das soll auf jeden Fall eigentlich, obwohl es ein Vormittagsspiel 11 Uhr ist, eigentlich noch relativ gut noch von der Bühne gehen. So, Olympian läuft hier schon gut an, aber das war ein fauler Nobel. So, Sven Steinebach, der orientiert sich gerade hier eher nach vorne. Dafür ist die potenzielle Offensivoption Nobel gerade eher hinten. So, und hier spielen wir kurz mal ein bisschen Flipper, wechseln wir mal gerade das Spiel. Und das war schon wieder ein etwas zu hartes Eingreifen von Olympian Koblenz. Klangvoller Name, Olympian Koblenz. So finde ich zumindest. So wie ich erwartet habe, bei Olympian Koblenz wird hier gerade relativ viel auf Syrisch kommuniziert. Olympian Koblenz besteht ja größtenteils aus Spielern mit syrischer Herkunft. Oder syrischen Wurzeln halt. Ich glaube, es sind nur ein paar wenige Deutsche auch im Verein. Ich
meine, ich habe mir, glaube ich, mal ein paar Spiele, bei ein paar Spielen von denen mal die Ausstellung angeguckt. Ich glaube, da waren auch nur ein paar wenige Deutsche in den jeweiligen Kadern für den jeweiligen Spieltag. Wirklich, um das so nochmal anzusprechen, ich bin wirklich gespannt, ob wir hier noch Stand jetzt noch 10 Tore, Stand dieser Aussage, 10 Tore noch draufkriegen in dieser Saison. So wie die Tore in so manchen Spielen hier gefallen sind, zweimal habe ich dreimal Tore drauf. So wie die Tore dieser Saison fallen, es ist durchaus möglich. Und dann einmal ein hoher Ball und Nobel köpft den weg. Direkt hier schon mal eine mündliche Ermahnung anscheinend. So, das nächste härtere Einsteigen. Diesmal war es Matavan. Leichtfertiger Ballverlust. So, Peter Tressel gibt hier noch mal Anweisungen. So, jetzt Steinebach mit dem ersten minimalen Torabschluss. Und Matavan hätte ja sogar, glaube ich, fast eine Ecke rausgeholt oder so. Ich glaube, der Ball war noch abgeblockt oder abgefälscht. So, Niederwert mit der Chance, aber nicht wirklich zwingend. Niederwert versucht es. Olympian mit oftmals auch von, eigentlich von beiden Seiten her, mit manchmal schon robustem Einsteigen. Wie jetzt hier gerade Dubale beim Zweikampf vor dem Freistoß oder zum Freistoß. So, und hier hat sich der Block dann nochmal ein bisschen gefüllt, hey. Ja, okay.
okay, bei einem Samstagsabendspiel ist es ja schon eher zu erwarten eigentlich wie bei einem Spiel unter der Woche zum Beispiel. So, Matawan wieder. Der ist ja relativ flink. Den können wir gegen so einen robusten Gegner in den Zweikämpfen gerade mal gut gebrauchen. Einer, der sich auch mal durchsetzen kann. Der jetzt hier den nächsten Standard aus dem Halbfeld rausholt. Ist wieder eine Sache für Nobel. Vielleicht haben wir ja diesmal ein bisschen Glück mit dem Tor. Vielleicht. Man muss nur ganz fest dran glauben. So, und es gibt, glaube ich. Was gibt es jetzt? Ach so, ich habe kurz gedacht, es gibt Eckball. So, Matawan mit der Chance. Und da hätte es fast geklappt. Matawan mit einer guten Chance. Es gibt Eckball für Niederwert. Also, Niederwert 3 gut in der Partie. Auch schon vom Start weg im Video. Oh, der Torwart faustet ihn weg zur nächsten Ecke. Ich glaube, Steinebach hat da gelauert. So, es ist schon ein relativ munteres Spiel. Nur die ganz dicken Chancen fehlen halt noch, wie gerade die von Matawan. Ich glaube, jetzt unabhängig, ob es hier in dem Video ist oder außerhalb vom Video, so ein Tor würde jetzt dem Spiel nochmal ganz gut tun. Weil dann werden die Gänge bei beiden Teams jetzt, denke ich, schon auch nochmal zwei, drei Gänge hochgeschaltet. Der nächste Halbchance zu Niederwert. Also das sieht schon mal ganz anders hier aus, als so ein einfaches Ergebnis ablesen in der App zu erkennen geben mag. Also ein 6-2, das sieht schon deutlich aus. Ja, 6 Tore. Kassiert, nur 2 geschossene Niederlage mit 4 Toren Differenz. Ja, das klingt schon heftig. Aber das sieht hier schon mal ein bisschen anders aus, zumindest was jetzt die Ansätze hier angeht. So, hier fliegen nochmal ein paar Gänse. Wenn es denn Gänse waren, ich bin jetzt nicht der größte Vogelexperte, aber müssten welche gewesen sein. Und das war ein Offensivfoul. So, und hier hinten geht schon mal die Sprengladenlage nochmal an, die hat man ja eben schon gesehen. Ich glaube, die ist nur irgendwo beim Tor, beim umgekippten Tor angegangen. Weil man hört schon bis hier, wie das Wasser an die Pfosten anschlägt. Ich weiß nicht, ob man es im Video hört, wenn man genau hinhört. Also Matawan mit der besten Möglichkeit im Video, im Spiel bisher. Ja, Olympian auch zu Beginn mit ein paar guten Ansätzen, aber es fehlt halt bei denen noch der richtige Abschluss. So, Matawan, der lässt sich jetzt hier mal auf außen fallen von seiner zentralen Position. So, Steinebach geht rein und der Ball geht raus.
So, Nobel stolpert da fast über den Ball. Der hat hier Kreisliga A-Erfahrung und Erfahrung beim FV Rübenach. Nur 20 Minuten schon rum. Jetzt gucken wir mal nochmal, was wir an Nachspielzeit hier drauf geben. Grob 2 Minuten sind hier vorm Anpfiff draufgegangen. Und dann gucken wir mal, was wir hier an Nachspielzeit drauf geben. Mensch, mir versperrt mir Heymann nicht die Sicht. So, und Olympian Koblenz lässt Nobel links liegen oder rechts. Je nachdem, wie man steht. Und Wiemer verhindert Saisontor Nummer 33. Ja, und Wiemer verhindert wieder das 0-1. So, da hatten wir ja jetzt mal die ersten Chancen für Olympian. Musste Wiemer auch eingreifen hier. Jetzt, das hat schon ein bisschen zu lange gedauert. Jetzt konnte sich Niederwerth wieder defensiv ein bisschen orientieren. So. Ja, jetzt ist hier ein bisschen mehr durchkommen. So, Nobel kriegt das hey durch. So, Matterwahn. Da ist die nächste Chance, Steinebach. Nächste Chance, Steinebach wird umgehauen. Kein Elfmeter. Schiri, ich gebe dir gleich mal den Videobeweis. Da kannst du nochmal drauf gucken. Also Leute, ich habe den Videobeweis. Ich habe es jetzt selbst nicht gesehen, weil ich ein bisschen drauf achten musste, alles hier drauf zu haben. Aber jetzt habe ich nicht direkt auf den Ball geachtet. So. Und vielleicht jetzt Olympian im Gegenzug. So, und was gibt's jetzt? Ich würde das. Ja, und damit verabschiede ich mich von diesem Video. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.